Hallo Trainer und willkommen auf meinem Kanal. Heute möchte ich gerne ein Team spielen, welches ich in der letzten Season schon ein paar Mal gespielt habe. Und zwar Alola, Slymog, Valrysa und Tromborg. Die drei haben mir in einem Team sehr, sehr gut gefallen. Die waren sehr stark und ich weiß nicht, ob es in dieser Season immer noch gut möglich ist, damit zu zocken. Ich muss sagen, Valrysa wurde ja etwas schlechter gemacht. Die zweite Attacke oder generell die Attacken erhält man immer nach 5 Sofortattacken. Ist nur eine kleine Abschwächung, aber ich denke, Valrysa kann immer noch sehr, sehr stark sein. Wir finden das heraus. Ich glaube, das Team funktioniert noch, wir müssen mal gucken. Irgendwie ist das hier in der Hyperliga gerade ein bisschen strange. Ich habe das eine Pokémon vorne jetzt gerade und mal gucken, was wir encountern. Ich hatte das Gefühl, dass immer, wenn ich hier zwischendurch gewechselt habe am Kampftag, dass ich dort irgendwas wieder vorne hatte, was mich dann auskontert. Und bei der nächsten Führung hatte ich wieder etwas, was mich auskontert. Ein bisschen verrückt, aber egal, was soll's. Ich habe, glaube ich, 360 Punkte plus gemacht und bin dann kurz vorm Ende nochmal 160 runter. War natürlich nicht so geil, aber egal, immer noch plus gemacht. Und das ist doch ganz cool. Ich habe jeden einzelnen Kampf und jedes Set gespielt. Das ist schon Ewigkeiten her, dass ich das gemacht habe. Aber ich hatte einfach Bock gehabt. Und ich habe mir auch zwei Shiny Miltank absahnen können. Von daher, ich war eigentlich sehr, sehr zufrieden. Ich werde jetzt ganz entspannt hier zocken und ich hoffe, ich kann so ein bisschen was reißen. Ich würde mich sehr darüber freuen, wenn du ein Abo da lassen könntest. Das supportet mich und das wäre ganz cool. Wir versuchen das jetzt einfach. Ich wünsche dir viel Spaß und let's go. Bei Slymog kann man mehrere Variationen spielen. Man kann es auch mit Stunpauke spielen, was nicht verkehrt ist und was ebenfalls sehr stark ist. Und ich glaube, diesen Namen habe ich schon ein paar Mal gelesen. Ich bin mir nicht sicher. Aber der kommt mir irgendwie bekannt vor. Das ist jetzt hier nicht optimal und das hätte ich lieber mit meinem Schlammwogen. Slymog. Ich habe das Ding eine Zeit lang mit dem gleichen Moveset nur Säurespeier weg und dafür Schlammwoge gehabt. Und damit hat mir das eigentlich schon Spaß gemacht. Ich muss schauen. Ich darf nicht allzu lange overfarmen. Denn ich möchte ja die abgeschwächten Moves raushauen, beziehungsweise. Perfekt. Das ist sehr eklig für dich. Aber mich freut es dafür umso mehr. Werde ich jetzt nochmal das machen? Werden wir dich jetzt einfach nochmal abschwächen? Du gehst auf Schmarotzer. Interessant. Und wir gehen jetzt auf Finsteraura. Wie viel Schaden macht das? Ich meine, ich bin froh, dass ich ein Schild bekomme. Und es wäre sehr geil, wenn dieses Konter-Pokémon deine einzige Antwort gegen Valrysa ist. Soll ich jetzt damit komplett runterfahren? Nein, wir fahren mit Tromborg. Ich habe zu sehr Angst vor deinen ganzen Kontern. Von daher, ganz entspannt hier, du hast keinen Schmarotzer geschafft, was mega ist. Du holst was rein? Ein Fiaro. Du bist bei einer Sofortattacke, das heißt, der Schaden kann ruhig kommen. Du hattest ein Konter-Pokémon vorne. Bist du hinten vielleicht schwach gegen Valrysa? Der Schaden kommt und wir gehen raus. Du bist nun bei zwei Sofortattacken und jetzt bei drei. So, ich werde eigentlich. Komm, ich investiere ein Schild. Ein Sturzflug würde schmerzen und ein Köder würdest du bereuen, weil ich dich eigentlich besiegen müsste vorher. Das heißt 1, 2, einsetzen und wenn du versuchst nochmal zur Attacke auszuholen, wirst du das nicht überleben, da ich den nächsten Move vorher habe. Ich bin gespannt, was du tust. Du gehst drauf, okay. Aha, 1, 2, 3, 4, 5. Wir setzen mal im Gleichstand ein und du hast. Wow. Wow, was war das? Warum? Die Server sind heute nach dem Kampftag irgendwie ein bisschen kaputt. Aber auch nur ein kleines bisschen. So und einsetzen. Du kannst das gerne durchlassen, weil das eigentlich nichts mehr wird. Und das gefällt mir. Sehr nettes Team von dir. Muss man schon sagen. Okay, den ersten konnten wir mit dem Team holen. Das gefällt mir. Ich muss mal gucken, was wir da noch weiterreißen können. Ich glaube, dass ich diesen Namen tatsächlich schon ein paar Mal gelesen habe. Ich bin mir aber nicht hundertprozentig sicher. Der kommt mir aber irgendwie bekannt vor. Egal. Alter, ich habe egal gesagt. Meine Fernsehtante hier springt auf einmal an und ich weiß nicht warum. Ich wollte jetzt schon wieder. Okay. Okay, es ist crazy, wie oft ich dieses Wort jetzt gerade sagen möchte. Und schon wieder. Wir
werden jetzt ganz entspannt versuchen, hier noch ein paar Wins zu holen, bevor ich einfach nicht mehr klarkomme. Arctos, ebenfalls ein sehr, sehr geiles Pokémon, welches ich mal probieren möchte. So, du wirst abschwächen können. Die Frage ist, was machst du zuerst? Wirst du das schilden? Weil häufig geht ein Arctos in der Führung auf Eissturm und schildet vorher die Attacken, damit es mehr Defensive hat. Das heißt, du schwächst mich jetzt einmal ab, ich habe dich aber zweimal abgeschwächt, von daher machen meine Attacken trotzdem mehr Schaden, als sie gerade gemacht haben. Was für mich ein unheimliches Plus ist in dieser Situation. Ein wirklich heftiges Plus. Du wirst das hier durchlassen. Gar keine Frage. Ich will dich aber nochmal abschwächen, dann in ein Soft Lose gehen und gucken, was mein Valreiser reißen kann. Valreiser reißen, genau. Denn du wärst, ich weiß nicht, ob ich doch den Gleichstand hätte ich gewonnen. Ich hätte versuchen müssen, auf Finsteraura zu gehen. Ich habe zumindest ein Schild bekommen. Und ich mache wirklich viel Schaden mit Sofortattacken. Das ist ja der Wahnsinn. Du kannst gleich auf Orkan gehen, aber das dauert, bis du den hast. Weswegen ich hier ordentlich Schaden verursache. Das hier sollte nur ein Eissturm sein und der macht natürlich bei meinem Wasser-Eis-Pokémon nicht viel Schaden. Zudem bist du hoch abgeschwächt. Also da habe ich nichts zu befürchten. Die Frage ist, wenn da jetzt sowas wie ein Trombok reinkommt, bleibe ich trotzdem drin. Sumpex, wir gehen raus und dein letztes Pokémon ist was? Ah, okay. Und das geht eigentlich. Ich werde natürlich nicht ködern. Durchgehend Spukball einsetzen ist auf jeden Fall mein Plan. Auch mit Valreiser komme ich exzellent gegen Sumpex an. Gerade mit meinem Schildvorteil. Ich könnte das eigentlich durchlassen, ne? Ich kann das eigentlich durchlassen, weil Valreiser extrem stark sein wird gegen dich. Egal, wir schilden das einfach. Wir schilden das 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay, du setzt ein, perfekt. Ich habe mega viel Energie drüben. Ich werde das jetzt hier ganz entspannt schilden. Dir einen Spukball drücken. Ich hätte mir noch mehr Sofortattacken holen können, um den Gleichstand direkt zu gewinnen. Ist aber auch nicht tragisch. Wir machen das jetzt so. Du hast zwar Energie drüben, du wirst aber einsetzen müssen, um mich zu besiegen. Oh, wir können eigentlich... Ich hatte die Attacke ready, ne? Crazy, ich habe die ready gehabt. Ich wollte rüber, um was abzufangen. Ich hätte auch einfach einsetzen können. Egal, du gehst auf... Ist das nervig gerade. Ich werde doch wohl dieses Wort sagen können, ohne dass das Ding mir dazwischen funkt. Wir haben mega viel Energie auf dem Pokémon. Eigentlich wird das hier für den Gegner nichts. Jetzt kommt das Erdbeben und das reicht auch aus. Ein starkes Erdbeben besiegt dich. Ich habe hier einen klitzekleinen Fehler gemacht und zwar haben wir ja gerade gesehen, dass ich Samenbomben ready gehabt hätte. Aber nicht tragisch. Wir ziehen das jetzt einfach mal durch. Ich mag dieses Team nach wie vor, weil Reiser immer noch sehr, sehr stark und auch gerade in dieser aktuellen Meta, in der wir uns befinden, haben wir viele, viele Pokémon, die schwach dagegen sind. Klar hat man auch ein paar Pokémon, die nerven, sowas wie, wie heißen sie jetzt alle? Barrikadax, Irokex und auch, wie heißt der Kumpel? Kobalium, da ist er. Da ist der Name. Viridium wird auch sehr effektiv von uns getroffen, aber ansonsten, ja, das sind so Pokémon, die nerven. Und im Großen und Ganzen haben wir aber auch viele Matchups, sei es Trombok, Geist-Pokémon, die ganzen Unlicht- und Boden-Pokémon, die man mit Erdbeben treffen kann. Weshalb er hier auch eine ganz nette Ausgangsposition eigentlich hat. Ich könnte versuchen, was abzufangen. Ein Erdbeben abzufangen auf Valreiser wäre auch nicht verkehrt, aber tricky. Ich könnte auch versuchen, den auf Trombok abzufangen. Wisst ihr, was das Problem an der ganzen Geschichte ist? Wenn ich das versuche, auf Trombok abzufangen, habe ich... Bitte köder nicht. Perfekt. Habe ich ein Problem, falls du köderst? 1, 2, 3, 4, 5, 6 und wir setzen ein. Ganz entspannt. Ich hätte jetzt auf Säurespeier gehen sollen. Ei, aber ich weiß nie. Ah, okay. Das hätte nämlich nicht besiegt. Von daher bin ich froh, hier nicht geködert zu haben. Hätte er geschildert, wäre ich natürlich froh gewesen. Oh, das ist gut. Das ist gut. Ich werde dich jetzt abschwächen und dann mit Valreiser noch viel, viel mehr Schaden verursachen.
Das ist echt geil. Wir bleiben hier natürlich drin. Trombok hat keine Lust, gegen deine Flugladerattacken zu kämpfen. Von daher geht das klar. Du setzt ein, du besiegst mich mit Himmelsfeger. Jetzt muss ich nur noch hoffen, dass ich dein letztes Pokémon besiegen kann. Das wäre echt geil. Was ist denn dein letztes? Das reicht nicht aus? Das reicht nicht aus oder hast du nicht aufgeladen? Egal, du bist zweimal abgeschwächt und das ist nicht cool. Das ist echt tricky für mich. Das wird tricky. Ich hätte versuchen müssen, einen Kreuzhieb eventuell abzufangen. Das wäre nicht verkehrt gewesen. Ich brauche auf jeden Fall meinen Schildturm. Bitte kein Boost. 1, 2, 3. Bitte kein Boost. Du bist jetzt bei 4. Es ist nicht gerade leicht für mich, meine Freunde. Absolut nicht. Wie spiele ich das am besten? 4, 5, 6. Boah, wie spiele ich das? Wie mache ich das? Schildert man hier? No way. Ja, okay, jetzt kann ich das leider knicken. Hier, diesen Move zu bringen, der war clever. Der war sehr, sehr clever, mein Freund. Oh, das hast du gut gemacht. Ja, komm, das lassen wir. GG, freut mich. Echt schön gespielt. Der Abblocker, der kam jetzt echt mies. Der war wirklich mies. Aber was soll ich machen? Ärgerlich. Was soll ich da machen? Den zu schilden, das war nicht cool. Ich meine, er steigert sich. Seine Verteidigung wird immer höher und höher. Und ich mache immer weniger Schaden, weshalb auch die Valraiser-Kombi gegen ihn das Matchup nicht gut ist. Im Großen und Ganzen hätte man da vielleicht noch ein bisschen drum rumspielen können, aber so wollte das nicht mehr. Wie spielt man das am besten? Geht man einmal auf Säurespeier als erstes oder direkt die Finsteraura? Er geht direkt auf Säurespeier. Okay, ich habe dir jetzt eine Sofortattacke voraus. Ob mir das was bringt, weiß ich tatsächlich nicht. Wir werden jetzt einsetzen. Spannend wird danach nur, wann du deinen Move einsetzt. Wann du auf Finsteraura gehst oder ob man das komplett so ausspielt. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich glaube, dass man hier... Aha, du gehst nochmal auf Finsteraura, aber ich weiß, dass ich die überleben kann. Von daher werden wir das jetzt einfach so machen. Und danach, die nächste Finsteraura könnte vielleicht besiegen. Ich bin mir da nicht hundertprozentig sicher. Das ist aber das, was wir machen wollen. Wenn er die direkt einsetzt, finde ich das auch nicht schlecht. Perfekt. Ich hoffe doch, dass wir noch... Ja, wir schaffen noch einen. Das sieht gut aus. Was mache ich? Was habe ich gemacht? Wo bin ich draufgegangen? Ich bin tatsächlich doch auf Finsteraura. Der Wechsel war gut von dir. Der war tatsächlich gut. Egal, wir kommen mit Trombok. Ganz entspannt mit unserem Trombok. Das ist der Plan. Werden wir jetzt hier... Wie viel Schaden kassieren wir? Kann ich hier das zweimal durchlassen? Oder wie muss ich das ausspielen? Oh, das tut schon weh. Ne? Das heißt 1, 2, 3. Wir setzen mal ein. Ich will dich nämlich besiegen. Du machst schon gar nicht so wenig Schaden, mein Freund. Das war ein guter Wechsel. Ein sehr, sehr guter Wechsel. Aber wir schauen mal. Kommst du wieder zurück? Und potenziell wird dein Spukball schon ausreichen, um dich zu besiegen. Spannend ist halt danach nur, was dein letztes Pokémon ist. 1, 2, 3. Du hast den Move leider vor mir. Du hast ihn vor mir. Ich lasse das jetzt durch. Bitte sei der Köder. Ah, du siehst auch aus wie ein Köder. Perfekt. So, mein Freund. Du wirst draufgehen. Es sei denn, du schildest das. Ich bin gespannt. Bitte. Letztes Pokémon Giratina? Doch, ne? Das sieht doch nach einem soliden Team aus. Jawohl. Ich bin begeistert, Alter. Valraiser ist am Start und es wird einfach Valraiser-Dinge machen. Es kommt rein und fängt an zu singen. I'm sexy and I know it. Und an der Beat, Alter. So, so muss das. So kam das Ding sich gerade vor. Hey, du zwei Schilde, ich zwei Schilde. Was willst du machen? Willst du mich etwa mit deinen Klauen kitzeln, mit deinen Dunkelklauen? Nö, kommst gar nicht durch meine Speckschicht durch. Valraiser hat ordentlich abliefern können jetzt gerade. Gefällt mir wirklich. Gerade da war es extrem gut. Trombok, Führung finde ich geil. Was holst du rein? Was kommt da jetzt? Flunschlick. Was mache ich am besten da? Was mache ich am besten gegen ein Flunschlicki? Jetzt auf Trombok? Ist der Wechsel in Trombok zu spät? Boah, ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, ob der Wechsel jetzt zu spät ist. Hätte ich früher rausgehen müssen? Ich habe absolut keine Ahnung.
Er hat einen mächtigen Energievorteil, von daher bin ich mir nicht sicher, ob das nicht ein wenig doof war. Ich brauche eigentlich nur noch den Wechsel. Das ist für mich natürlich sehr, sehr relevant. Das Nette an der Geschichte ist, er ist um 2 Stufen abgeschwächt, seine Sofortattacken machen keinen Schaden und das hier, das geht eigentlich. 1, 2, 3, 4, 5 im Gleichstand einsetzen. Wie viel macht jetzt ein Spukball? Habe ich vielleicht danach die Möglichkeit, dich runterzufarmen? Weil so eine doppelte Abschwächung, die tut schon... Wow! Krass. 1, 2 und einsetzen. Perfekt. Hey, ich bin mega zufrieden, dass das jetzt so funktioniert hat. Das war wirklich geil. So, Spukball, den schildest du. Okay, du schaffst auch deine 3 vollen Attacken, was nervig ist. Aber jetzt kommt das Ding rein. So, du bist jetzt bei 4, mein Freund. Was machst du? Ich kann auch einen Sturzflug überleben. Von daher werde ich den ersten einfach mal durchlassen. Es ist nur eine Nitro-Ladung. So, 1, 2, 3. Das ist die nächste Nitro-Ladung. Die würde ich aber gerne schilden. Und jetzt müssen wir schauen. Weil Reiser sieht hier nicht schlecht aus. Gehst du raus oder läufst du drin? 1, 2. Dann können wir einsetzen. Und wir schaffen danach noch mehr. Du brauchst, glaube ich, 2 weitere Sofortattacken, bis du die nächste Ladeattacke hast. Das heißt 1, 2 und einsetzen. Und ich denke danach, wenn du eingesetzt hast, werde ich durchlassen, damit ich mit Slimog reinkommen kann. 1, 2, 3. Oder ja doch, wir kommen einfach mit Slimog rein. Das ist, glaube ich, keine schlechte Idee. Schild für Slimog und gucken, ob das abgeht. Jetzt gucken wir mal. 1, 2, 3. Du schaffst keine Attacke mehr, was perfekt ist. Oh, schaffst du doch. Schaffst du doch. Das ist uncool. Nicht relevant. Denn der Move kommt bei dir an und du bist weg. Jetzt kommst du hier mit rein. Das heißt, du kriegst direkt eine Finsteraura. Hätte ich dich vorerst abschwächen müssen? Wie viel Schaden mache ich? Kann ich dich danach runterfarmen? Ja, es sieht nicht schlecht aus. Ich muss jetzt eigentlich nur noch einen Spukball von dir überleben. Das wäre wichtig. Das wäre richtig wichtig. Bitte mach noch nicht genug Schaden. Spukball wird zwar resistiert, aber Traumbock ist so ein Angriffsbiest. Überleb das. Überleb es. Perfekt. Ah, ist das herrlich. Und nochmal einsetzen. Du wärst zwar nach der nächsten Attacke besiegt worden, aber der Säurespeier, der darf den Rest jetzt hier machen. Perfekt. Okay, weil Reiser hinten ebenfalls wieder sehr, sehr stark. Eine sehr, sehr starke Kiste. Das gegen Flunschlick war extrem gut. Wir mussten das auch timen, um ihn hier im Gleichstand zu erwischen, damit er entweder sich gezwungen sieht zu schilden oder sich gezwungen sieht, zu schilden oder drauf zu gehen. Wir sind durch, ein 4:1, das Team funktioniert also immer noch. Es gefällt mir. Ich hoffe, dir hat es gefallen. Bitte schreib mir nochmal dein Feedback dazu in die Kommentare, wie dir das Team gefallen hat. Ich finde es sehr cool. Es macht immer noch extrem Spaß. Wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Hau rein und ciao.